Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Energie und Umwelt, Ihrem regionalen Fachmagazin hier bei BLK TV. Zurzeit sind Sie wieder stark auf Autobahnen und Landstraßen unterwegs, die Caravaner. Doch das Fahren eines Pkw mit Anhänger birgt so manche Gefahr. Damit die Gespannfahrer wissen, wie ihr Fahrzeug mit einem solchen Anhänger reagiert, bietet der ADAC Fahrkurse an. Wir waren bei einem solchen mit dabei. Das Fahren mit einem Anhänger bzw. eines Wohnwagens braucht Übung. Denn ein solches Gespann reagiert bei Gefahrensituationen anders wie ein Auto ohne Anhänger. Egal ob bei trockener oder bei nasser Fahrbahn. Damit es im Ernstfall nicht zum bösen Erwachen kommt, gibt es die Möglichkeit beim ADAC ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren. Hier kann man mit seinem eigenen Fahrzeug auf einem abgesperrten Bereich die Grenzen seines Fahrzeuges und auch seine eigenen kennenlernen. Also erstmal bei dem Anhängertraining geht es darum, erstmal einen sicheren Umgang mit dem Anhänger zu lernen und auch zu vertiefen. Also sprich, da geht es ums Ankuppeln, Abkuppeln, ne? Also erstmal um Grundzüge und natürlich dann auch um das Fahrverhalten seines Anhängers, seines speziellen Anhängers kennenzulernen in bestimmten Situationen, wobei wir da viele Gefahrensituationen wirklich nur andeuten können und Tendenzen zeigen können. Wir waren dazu bei einem solchen Training dabei. Die Teilnehmergruppe war bunt gemischt und jeder hatte so seine eigenen Gründe, an so einem Training teilzunehmen. Eine davon war Katharina Kroll. Wir sind des Öfteren schon mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen und wir hatten zweimal das Unglück, dass mein Mann sich verletzt hat und da war nicht klar, ob er zurückfahren kann oder nicht. Und da habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich? Ich muss ja wieder arbeiten gehen, die Kinder müssen in die Schule. Wie kann ich ihm helfen? Und da habe ich gesagt, okay, ich wünsche mir das. Sie hatte bisher noch überhaupt keine Erfahrung im Führen eines Autos mit Anhänger gemacht und war an diesem Tag entsprechend aufgeregt. Man fühlt sich unsicher, dass man was falsch macht, dass man sich blamiert, dass andere gucken natürlich auch, dass das Auto kaputt geht, dass der Wohnwagen kaputt geht. Es ist halt schon komisch. Mhm. Die Runde ist ja sehr illustre und man hat festgestellt, auch die Männer geben zu, unsicher zu sein. Das ist doch für eine Frau auch ein schönes Gefühl, oder? Es ist angenehm und man merkt, es ist halt menschlich, dass wir halt doch alle irgendwie gleich sind. Bevor es auf das Gelände ging, gab es vom Trainer Frank Burdach erst einmal eine kleine Einführung. Somit bekamen die Teilnehmer eine Vorstellung, was sie gleich da draußen erwartet. Vor dem Hauptgebäude wurden dann die einzelnen Gespanne von Frank Burdach begutachtet und auf Sicherheit geprüft. Die Tipps und Anmerkungen waren dabei nicht nur für das Fahrtraining gedacht. Diese sollten die Teilnehmer auch in Zukunft beherzigen. Denn lose Gegenstände im Wohnwagen sind besonders beim Bremsvorgang eine Gefahr. So war es bei Thomas Buley, ein Tisch, der einen neuen Platz an dem Tag bekommen musste. Alles, was nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden ist, wurde bei Tempo 50 zum Beispiel, wenn es zum Unfall kommt, ungefähr mit einem 35- bis 40-fachen Gewicht nach vorne geflogen kommen. Okay. Ja? Das heißt also, der Tisch, je nachdem, was der wiegt, lasst es 2,5, 3 Kilo jetzt, vielleicht auch 4 Kilo sein, ne? Das mal 30, dann wirst du, was da hinten in die Wand einschlägt. Ja? So wurden nacheinander alle Gefährte auf ihren Allgemeinzustand und die Ladungssicherheit kontrolliert. Außerdem wurde die richtige Verbindung von Anhänger und Zugfahrzeug überprüft, damit alle gefahrlos auf das Gelände fahren konnten. Frank Burdach war soweit mit den Voraussetzungen zufrieden. Ja, da sind Fehler schon begangen worden. Eben hier wurde das Abrissteil montiert, sonst irgendwie, ne? Also da sind schon Fehler zu erkennen gewesen. Ne? Aber wie gesagt, da probiert ja jeder das Beste rauszuholen erstmal und dann schauen wir einfach, ob es so passt. Dann können wir ja gleich korrigieren.
Danach ging es auf die Strecke. Alle waren mit einem Walkie-Talkie ausgestattet und Frank Burdach stand ständig mit allen Teilnehmern in Kontakt und erteilte dadurch seine Anweisungen. Genau, ganz entspannt hier durch erstmal. Ola, dann biegst du mal rechts ab und dann fährst du am rechten Rand so 100 Meter bis so knapp vor der, ja, ach so, dass alle hinter dir dahin passen, ja, also ganz, ganz entspannt. Im Tross fuhren nun erst einmal alle aufs Gelände. Jetzt fahren wir erstmal einmal die Fläche ab, auf der wir uns jetzt gleich aufhalten werden. Dann werden wir die Anhänger erstmal abhängen, werden uns das Abkuppeln von so einem Anhänger mal anschauen, wie gehe ich damit richtig um. Und dann werden wir erstmal mit den Fahrzeugen, mit den PKWs solo bremsen, damit erstmal die Teilnehmer richtig eine Gefahrenbremsung, auf geht's, durchführen können und vor allen Dingen erstmal merken, wie sich ihr Fahrzeug da überhaupt verhält. Komm Ole, auf geht's! Auch wenn es Fahrtraining mit Anhänger hieß, zu Beginn wurde dieser abgekoppelt. Doch wie macht man es richtig? Wie rum soll die Keile unter die Räder gesteckt werden? Und wofür ist dieser Hebel? Nach links. Die andere Richtung. Da ist links. Da muss man mal oben sehen. Wir hatten den festgezogen. Mein Mann. Also hier auch mal so ein Tipp zum Festziehen. Also ihr müsst da jetzt nicht versuchen, wenn er jetzt das festdreht, dass er schon den Anhänger hochdreht. Ne? Also wenn ich das jetzt hier löse, ne, reicht das eigentlich im Prinzip so leicht, ja, ein bisschen mehr so als handfest. Das verkeilt sich und alles gut, weil nach fest kommt ab. Ne? Also lösen, erstmal so den Schritt, Stützrad runterlassen und jetzt auf jeden Fall erstmal wieder festmachen, ja, dass es erstmal wieder dran ist. So, okay. Stellt euch mal vor, ich stehe hier leicht im Gefälle oder so, ne, und würde jetzt schon anfangen, die Verbindung aufzulösen, ne, würde hochkurbeln. Ne. Das sieht komisch aus, ne, wenn man dann so versucht, alles festzuhalten, ne, damit der Anhänger nicht da lang rollt. Aber wenn der in die andere Richtung rollt, dann ist das ja auch nicht groß, der Abstand, ne, hier rüber. Deswegen würde ich auf jeden Fall erstmal den Anhänger so absichern, dass er nicht wegrollen kann. Ja. Und eine Sache vorher noch rein von der Optik her, wo besteht denn die Gefahr, wenn ich jetzt hier so angehalten habe und stehen geblieben bin, also gebremst habe, wo besteht jetzt hier vorne an der Anhängerkupplung noch eine Gefahr? Die Auflaufbremse. Nämlich was könnte damit sein jetzt? Dass ihr habt nach ja vorne jetzt, geht. Ihr habt ja jetzt gestanden, ne? Also ihr habt gebremst. Was hat der Anhänger gemacht in dem Augenblick? Der schob erstmal rein. Das heißt also praktisch, dass jetzt hier eine Spannung drauf sein kann. Ja? So, und jetzt mache ich nämlich das nächste. Ich sichere den ab, ne? Öffne, drehe hoch, ne? Fährt die Anhängerkupplung auseinander, beziehungsweise die Auflaufbremse auseinander und schlägt mir vielleicht hier rein. Das wäre ein Problem. Das zweite Problem ist, wenn es unter Spannung ist, die ganze Geschichte, dann wird sich das auch schwer öffnen lassen, die ganze Sache. Ne? Das heißt also, dass da so im Prinzip dann ja, das Kupplungsmaul einfach noch verkantet ist an dem Kugelkopf. Und deswegen muss ich immer zusehen, dass ich die Spannung da erstmal weg habe, dass ich also praktisch nicht, ja, nicht eine Spannung drauf habe und diese Verkantung habe. Wie könnte man die jetzt lösen? Wenn die da ist. Vielleicht einfach so kurz einfach nur so ein bisschen anrollen. Ne? Ja? So, sagt, wie geht's weiter? Jetzt können wir den nächsten Hebel. Na klar, jetzt den Hebel und wenn ich den Hebel jetzt hochziehe, was dann gleich am besten mit dazu? Drehen, kurbeln, genau. Jetzt, ne, liebe Gott hat uns zwei Hände und zwei Arme gegeben. Jetzt müssen wir parallel arbeiten. Das können auch nur Frauen, ne? Also Männer müssen das nacheinander machen. Ne? Wie weit denn? Also, erstmal richtig hochziehen. So, dass der erstmal, ja, guck mal, einfach öffnen. So, guck mal, so, dass der praktisch dann oben ist. Ne? Und halten. Und zeitgleich drehst du jetzt dabei nach oben. Nee, nicht ziehen da dran, sondern, warte. Und zwar. Da war wieder der Mann dran. Da war er wieder. Den mal müssen wir uns angucken nachher. Kraft hat er. Ja? So. Richtig den Hebel hochziehen? Ja. Genau. Und noch weiter drehen. Und drehen. Wie hoch kurbel ich denn jetzt? So über den Kugelkopf. So dass der frei ist. Worauf müsst ihr dann aufpassen? Ist eigentlich nicht zu hochkurbelt, ne?
Ein Einachser, ne? Was würdet ihr als nächstes machen, wenn ich weiter? Der kippt mir da hinten um. Jetzt seid ihr zum Beispiel im Urlaub, sonst irgendwie, habt da irgendwelche Sachen noch drin, das vorzählt sonst irgendwie, jetzt kurbel ich da hoch, mach da, pack, ne? Das heißt, da bietet sich zum Beispiel auch an, wenn Stützen vorhanden, die vorher noch mit einem entsprechenden Abstand über den Boden zu machen, damit ich eben nicht zu weit hinten runterklappe. Ne? Aber es reicht hier einfach nur den Kugelkopf frei zu machen. Mehr muss ich erstmal ja nicht tun. Ne? So, und jetzt kannst du als nächstes eigentlich das Abrissseil nehmen. Das würde ich jetzt hier so praktisch einfach so rüber, dann ist das alles erledigt, alles schick, alles gut. Und so könnt ihr dann stehen lassen erstmal. Ne? Gut. Das wäre erstmal so das Ziel, dass er erstmal in der Reihenfolge dafür sorgt, dass eure Anhänger sicher abgestellt sind. Ja? So lernte nicht nur Katharina Kroll Schritt für Schritt das richtige Abkoppeln. Nachdem das geklärt war, ging es auf die Piste. Mit den Stadtwerken Weißenfels werden alltägliche Dinge wie Sport und Kultur selbstverständlich. Strom, selbstverständlich. Wärme, selbstverständlich. Wasser, selbstverständlich. Erdgas, selbstverständlich. Wir können mehr. Stadtwerke Weißenfels. Der Caravan-Markt boomt wie noch nie. Die Ausstattung wird immer luxuriöser, was natürlich Auswirkungen auf die Gewichte der Wohnwagen hat. Wie man ein solches Fahrzeuggespann sicher führt, das kann man beim ADAC lernen. Hier der zweite Teil unseres Besuchs beim ADAC Fahrtraining. Als erstes stand das Bremsen auf trockener Straße auf dem Plan. Das Ganze ohne Anhänger. In mehreren Durchgängen tasteten sich die Teilnehmer an höhere Geschwindigkeiten heran. Die Teilnehmer sollen jetzt erstmal eine Vollbremsung machen, eine Fahrenbremsung. Und erstmal feststellen, wie weit sie überhaupt mit ihrem Fahrzeug einen Bremsweg haben und wie sich das Fahrzeug beim Bremsen verhält, erstmal solo. Ja, und dann werden wir das noch auf glatter Fahrbahn durchführen und dann danach das gleiche nochmal mit Anhänger. Nächste kann. Nun sollte es also nass werden, zumindest auf der Straße. 30 km/h um die 4 Meter. Ja? Aber da kann man schon mal einsehen, doppelte Geschwindigkeit in etwa, was mit dem Bremsweg passiert. Wenn wir vorher 3,5 bis 4 Meter haben bei 30, jetzt sind es knappe 10 Meter, sagt immer doppelt die Geschwindigkeit, circa der vierfache Bremsweg. Ja? Die meisten Unfälle passieren durch unangepasste Geschwindigkeiten. Denn der Fahrer überschätzt in den meisten Fällen seine und die Fähigkeiten seines Fahrzeuges. Dazu kommen dann noch schlechte Fahrbahnverhältnisse und schon ist der Unfall vorprogrammiert. Damit die Teilnehmer ein Gefühl bekommen, wie ihr Auto bei nasser Fahrbahn reagiert, wurde auch hier wieder mit langsamem Tempo gestartet. Dass erstmal die Teilnehmer wissen, was ihr Fahrzeug macht bei dieser ganzen Geschichte, jetzt bei dem Bremsen. Und draufbleiben, 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 wie wir in gute 50 Meter Bremsweg. Und eine ganz wichtige Sache, dass Bremswege nicht einschätzbar sind. Ja? Auch nicht nachher mit dem Anhänger. Ja? Einer nach dem anderen fuhr an und stieg dann buchstäblich in die Eisen. Immer unter den wachsamen Augen von Frank Burdach. Nach dem Bremsmanöver folgte sogleich auch das Feedback seitens des Trainers. Mit dem Gefühl, wie sich sein Fahrzeug bei nasser, glatter Fahrbahn verhält, sollte es jetzt ernst werden. Also das heißt jetzt erstmal gucken, wie lang ist der Bremsweg mit Anhänger auf griffig und auf glatter Fahrbahn und vor allem, wie verhalten die Anhänger sich. Blockieren die Räder nicht, rutscht der Anhänger, sonst haben wir das, werden wir jetzt als nächstes erstmal machen. Die Teilnehmer mussten nun ihre Anhänger anspannen und das ganze Bremsmanöver mit Gespann durchführen. So wie Frank Burdach es ihnen am Anfang erklärt hat. Katharina Kroll war mit ihrer bisherigen Leistung sehr zufrieden. Das war schön. Also ungewohnt, weil man macht es im Straßenverkehr natürlich nicht.
wirklich. Und ich bin mir hier sicher, dass ich rechts und links genug Platz habe. Was ich im Straßenverkehr nicht habe, parkende Autos, Bäume, würde ich alle mitnehmen. Und es war jetzt in Ordnung. Also da habe ich keine Angst gehabt. Trotz eines gewissen Vertrauens in die Fähigkeiten ihres Autos und die von Frank Burdach machte sich ein leichtes, flaues Gefühl im Magen von Katharina Kroll breit. Der Blutdruck stieg und ebenfalls die Angst, dass das Auto nicht das macht, was sie will. Vielleicht sollte man einfach vergessen, dass man einen Anhänger hinten dran hat. Oder? Ja, da hast Motivation? Du mal zwei stehen geboten, dann hast du diese Knack gehört und dann hast du die Bremse wieder gelöst. Ne? Bleibe drauf. Ne? Nicht so schnell. So, 30 haben wir. Und? Na, wunderbar. Hast du gut gemacht. Schön drauf. Schau mal, das sind wieder so die Erwähnten, die du vorhin auch hatten. Ja. Ne? Also alles schick, alles gut. Ne? 4 bis 5 Meter. Ja Gott, lass uns mal erhöhen. 40 km/h. Völlig erstaunt, wie lange ich brauche, um auf Tempo zu kommen. Mal Butter bei den Fisch hier, kommt. Einer nach dem anderen absolvierte die Strecke. Mit jedem Mal wurden die Teilnehmer sicherer und setzten die Anweisungen des Trainers um. Es ist nicht wirklich schwierig. Also man wird ja gut vorbereitet, Frank erzählt ja viel, erklärt viel, man kann bei den anderen abgucken und dann muss man einfach mutig sein und sich trauen. Boah, ja. So wie der auch. Wo gab es die größten Schwierigkeiten? Gab es überhaupt keine? War es nur die Angst, packe ich das? Na, Schwierigkeiten hatte ich beim Ankoppeln und Abkoppeln, weil ich das noch nie gemacht habe alleine. Und dass ich die Kurven treffe, dass ich weit genug aushole. Das war jetzt am schwierigsten für mich. Das Bremsen ging eigentlich. Ja. Okay. Ein bisschen die Angst jetzt genommen vom Fahren? Man wird mutiger einfach. Mit jedem Fahrversuch wird man mutiger. Oder Bremsversuch, jawohl. Also Sie würden das praktisch jedem empfehlen, sowas, so einen Test mal mitzumachen? Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur als Sicherheitstraining, sondern auch wirklich mit dem Anhänger, weil der unberechenbarer sein kann. Die Erwartungen von Thomas Buhlei hinsichtlich des Trainings haben sich voll erfüllt. Hammer, echt Hammer. Also ich bin wirklich zufrieden. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, vorher so die Dinge zu machen, wie ich es jetzt mache. Ich bin noch nicht mehr aufgeregt, bin ruhig geworden dadurch. Ich weiß, wie mein Fahrzeug reagiert, wie mein Hänger reagiert. Und es macht absolut Spaß auch. Also ist genau meine Abfüllung getroffen. Dank dem ADAC-Sicherheitstraining hier mit diesem Wohnwagen zu fahren, ist für mich natürlich super toll. Und ich bin auch der Meinung, ich könnte der Straße und mir mehr Sicherheit geben und auch, würde auch mehr Rücksicht auf andere nehmen. Und es ist für mich einfach nur ein tolles Gefühl, alles besser kennenzulernen. Durch so ein ADAC-Fahrsicherheitstraining soll dem Fahrer zum einen die Angst vor schwierigen Situationen genommen werden, zum anderen ein Stück weit Wissen mit auf den Weg gegeben werden, um ihm deutlich zu machen, durch Training werde ich besser. Fazit: An so einem Tag kann man sein Auto unter professioneller Anleitung besser kennenlernen und danach auch sicherer damit umgehen. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, in 4 Wochen wieder hier bei BLK TV. Weitere Nachrichten finden Sie immer aktuell auf unserer Website unter blkregional.tv oder Sie schauen mal rein auf unserer Seite bei Facebook. Tschüss und bleiben Sie vor allen Dingen energiegeladen. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels.